begrüßen euch auch in dieser Woche zur BAFT-Show. Mit drei tollen Beiträgen zu World of Warcraft, Warlords of Druador. Natürlich mal wieder, ist immer noch nicht da, aber es gibt immer noch viel zu erzählen aus der Beta. Mit Transverse, einem neuen Spiel der MechWarrior Online-Macher und mit Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den News. Steht ihr auf Science Fiction? Erkundet ihr gerne fremde Welten und ferne Planeten? Und seid ihr flink im Umgang mit allerhand virtuellen Schusswaffen? Dann ist Destiny von Bungie genau das Richtige für euch. Der Mehrspieler-Koop-Shooter kann seit dem 9. September auf Xbox 360 und Xbox One sowie auf PlayStation 3 und 4 gespielt werden. Und vielleicht werden auch noch die Wünsche der PC-Fans erhört. Und die Macher bringen Destiny für den PC. Schließlich haben allein die Verkäufe der Konsolenversion des Shooters am ersten Verkaufstag für mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz gesorgt. Es gibt einen neuen Helden in der technischen Alpha zu Blizzards MOBA Heroes of the Storm, der seinen Gegenspielern zeigt, wo der Hammer hängt. Ab sofort kann Jen Sturmbräu das Spielfeld unsicher machen. Er stärkt sich ganz im Stil der WoW-Mönche mit Tränken aus seinem Fass, bevor er seine Gegner tritt, haut und ihn mit einem Feuerodem einheizt. Mit dem neuen Alpha-Bild gibt's außerdem Anpassungen an den täglichen Quests und am Interface. Der 64-Bit-Client ist immer noch nicht da, aber immerhin wird die Installation von Heroes of the Storm ab sofort gestreamt. Das bedeutet, dass das Spiel auch schon gespielt werden kann, wenn noch nicht alle Daten geladen wurden. In den Tiefen des Subreddits zu The Elder Scrolls Online bestätigen die Entwickler des Online-Rollenspiels, dass Update 4 voraussichtlich in der dritten Septemberwoche erscheint. Wenn alles glatt läuft. Dann könnt ihr mit dem oberen Teil von Karkstein rechnen, mit der Prüfung Sanctum Ophidia und mit der Drachenstern-Arena. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr euch vielleicht noch vor dem Start des Oktobers in die neuen Abenteuer stürzen könnt, die vor allem für Gruppenhelden gedacht sind. Wer keinen Zugang zur Beta von WoW Warlords of Draenor hat, aber trotzdem schon mal die neuen Charaktermodelle sehen möchte, der geht jetzt auf den öffentlichen Testserver. Dort könnt ihr nämlich schon die Inhalte von Patch 6.0 bestaunen. Aber für unseren Beitrag geht's zurück in die Beta. Ja, in dem Pre-Patch ist natürlich längst nicht alles drin, was es mit Warlords of Draenor gibt. Unter anderem die Garnisonen fehlen da komplett, die ein wichtiges Spielelement werden in Draenor. Und da dachten wir uns, stellen wir mal die Grundgebäude vor, denn es gibt ja so einen kleinen Satz an Gebäuden, die quasi mitgeliefert werden mit einer Garnison. Und schauen uns mal an, was die so können und was die vor allem euch bringen. Die Garnison ist ja eines der großen Features von WoW Warlords of Draenor und wir dachten uns, wir sollten uns mal den Grundgebäuden widmen, die eigentlich in jeder Garnison zur Verfügung steht, ohne dass ihr da großartige Baupläne erst ergattern müsst, sondern die sind da, wenn ihr die Garnison auf die Stufe 2 ausbaut. Ja, zum Beispiel hier dieser Kräutergarten, der, wenn man die Garnison gerade frisch aufgebaut hat, ausgebaut, aber noch kein Kräutergarten ist. Das ist nämlich eine kleine Quest, die man erstmal machen muss. Da muss man, was der eine oder andere wahrscheinlich gar nicht so lustig findet, nämlich putzige Waschbären umbringen. Die armen Waschbären. Weil die sind zwar ganz knuffig, aber die machen leider die Möglichkeit zunichte, da so einen Kräutergarten stehen zu haben. Das heißt, die fressen die ganzen Kräuter weg? Ja. Säcke. Wer das nicht tun möchte, kann das natürlich sein lassen, hat dann aber auch keinen Kräutergarten. Muss man wissen, ob man ein Herz für Waschbären hat oder nicht. Über die Quest, das ist bei den allen Gebäuden so. Diese vier Grundgebäude könnt ihr erst benutzen, wenn ihr dann auch die dazugehörige Quest freigeschaltet habt. Und wenn das dann so ist, habt ihr dann gerade gesehen, gibt es diese kleine Rundflug. Nett. Ja, dann kann man das zum einen als Kräutergarten benutzen. Wie das funktioniert, zeigen wir gleich. Und es gibt hier einen Händler, oder beziehungsweise die Dame wird dann zur Händlerin. Unter anderem kann man da ein Pet, ein neues Rüben-Karotten-Pet sich kaufen. Ein fieses Monster. Und für gar nicht mal so wenig Gold und dränäische Samenkörner, diverse Gartenwerkzeuge, die man wohl auch zur Transmogrifikation benutzen können soll. Buhu. Dränäische Samenkörner kriegt ihr darüber, dass ihr in eurem Kräutergarten, hier seht ihr das, Pflanzen pflückt. Ja, kann man täglich reingehen und so ein paar Blumen pflücken. Da gibt es eben einmal die Samenkörner und dann natürlich auch Pflanzen, die man ansonsten eben so auf Draenor finden würde. Ja. Der Clou dabei, viele wissen es vermutlich inzwischen schon, man muss dafür nicht Kräuterkundler sein. Juhu! Auch wenn man komplett andere Berufe hat, kann man da täglich hinlaufen. Die Blumen einsammeln, hin und wieder. Man kennt das von der Farm in Pandaria, wird man auch mal angegriffen hier von bösen Pflanzenwichteln. Die Viecher sind übrigens unfassbar nervig.
Die ja, trifft man an verschiedenen Stellen. Am Anfang findet man sie putzig, später findet man sie nur nervig. Ja, ich glaube, das Ziel der Entwickler war mal, eine Alternative zu Murlocs zu schaffen, was kleine, eigentlich so ein bisschen putzige, aber auch unfassbar nervige Kreaturen angeht. Ja. Sie haben ihr Ziel erreicht, würde ich behaupten. ja, jedenfalls spawnen die hin und wieder. Ansonsten pflückt man halt einmal Blumen. Da ist in der Beta natürlich derzeit schwer abzuschätzen, wie final da schon die Erträge sind, die man da so rausbekommt. Ja. Sagen wir mal, in der Beta derzeit ist das durchaus üppig. Dafür, dass man den Beruf vor allem auch nicht hat vielleicht. Ja. Und was man da noch machen kann, ist Arbeitsaufträge starten. Da gibt man dem guten Mann hier auch Samenkörner, 25 an der Zahl, und wartet dann einen Tag, um eine zusätzliche Blumenlieferung nochmal zu bekommen. Ja. Das dauert in der Beta derzeit gerade nur eine Minute zu Testzwecken. Ja, ist sehr sexy. Soll aber einen Tag brauchen. Und dann kriegt ihr daraus mehr Kräuter. Nochmal einen ganzen Batzen an Kräuter. Und auch diese Basisgebäude kann man aufrüsten. Also auf Stufe 2 und auf Stufe 3, was dann beim Kräutergarten auch unter anderem dafür sorgt, dass man dann mehr als einen Arbeitsauftrag pro Tag da machen kann. Also noch eine weitere Variante, um an Blumen, an Pflanzen zu kommen. Ich glaube, ich habe mal 3 oder 4 an einem Tag gemacht und als ich das dann abholen durfte, kam ein guter Beutel voll Kräuter bei rum. Das hier ist jetzt die Mine. Die wird, wie ihr seht, von Goron überrannt und unser Auftrag ist es, um die Mine freizuspielen, natürlich die Goron umzuhauen und deren Anführer, die sich in der Mine verstecken und dort den unseren Arbeitern auf die Nerven gehen. Ja, relativ simple Aufgaben, man hat es vielleicht schon gemerkt, so richtig spektakulär spielerisch sind die jetzt nicht, aber nur gut, man will ja auch möglichst schnell an das Gebäude rankommen. Ja. Also prügelt man sich hier einfach so ein bisschen durch, kommt dann irgendwann zum Obergoron. Steinzahn. Bringt den um und dann ist es im Wesentlichen auch schon gegessen. Ja, ihr müsst dann nur noch einmal raus und sprecht dann wieder mit dem NPC und dann wechselt ihr quasi ein bisschen die Phase, während ihr bei der Mine steht und die Goren verschwinden dann. Und dann könnt ihr die Mine natürlich für ertragreiche Beute aus dem Man angelt da drin bestimmt dann, Erzgebirge. Oder? Ja, kann sich vermutlich jeder denken. Ja. Man findet da drin dann natürlich Erzvorkommen. Das zeigen wir gleich auch nochmal. Auch da gilt wieder, man muss nicht Bergbau haben als Beruf, um das einsammeln zu können, den abbauen zu können. Das kann man auch mit komplett anderen Berufen. Und die Mine, das ist jetzt, glaube ich, eine Stufe 2 Mine hier. Ja, genau. Das ist ganz riesig. Die wachsen dann auch. Also die Stufe 1 Mine ist nochmal bedeutend kleiner als das hier. Die Stufe 3 Mine wird wahrscheinlich nochmal größer werden. Eine Stufe 1 ist kleiner als das jetzt hier gerade, weil das schon Stufe 2 ist. Man sieht auch auf der Minimap sieht man auch gerade, da sind relativ viele Vorkommen. Also da kann man schon ganz gut was rausholen. Und dann gibt es eben auch nochmal eine Stufe drüber. Es soll da wohl, behaupten Dataminer, auch hin und wieder mal die Chance geben, Minenwagen, Minenloren zu finden, die dann wohl Archäologie-Items bringen. Das war jetzt da aber noch nicht drin, beziehungsweise vielleicht hat es mein Charakter nicht gesehen, weil der Archäologie als Pre-Made-Charakter nicht so hoch hatte. Aber die Möglichkeit soll es da auch geben. Und auch hier wieder Arbeitsaufträge kann man Drainage Steine. Drainage Steine, ja. Ein schöner Itemname, wie ich finde. abgeben, um eben entsprechend dann eine zusätzliche Erzlieferung zu bekommen. Also die Arbeitsaufträge sind jetzt auch nichts Besonderes. Das ist halt quasi nochmal ein zusätzlicher täglicher Cooldown, der halt Handwerksmaterialien bringt. Ja, einfach so, um an Rohstoffe ranzukommen. Und besonders praktisch halt, wie schon erwähnt, für diejenigen, die diese Berufe halt nicht haben. Also in dem Fall Bergbau und Kräuterkunde. So. Und auch da gilt wieder, man schleppt da ganz gut Erz heraus derzeit in der Beta. Man muss natürlich mal gucken, ob die Anzahl tatsächlich noch so bleibt fürs finale Spiel. Ja. Eine Anglerhütte gibt es auch in der Garnison, die muss auch erstmal freigespielt werden. Die Quest bekommt ihr übrigens erst, wenn ihr Angeln mindestens auf 1 habt. Das heißt, ihr solltet da mal schnell hin und das lernen. Praktischerweise trainiert euch das der NPC dort auch. Das heißt, hat doch wohl jeder Angeln auf Maximalstufe. Könnt nichts verlieren. Beste Beruf in ganz World of Warcraft. Ja, würde ich auch sagen. Das ist mal eine lange Quest-Antwort. Ja, das ist ein bisschen anders als bei dem Kräutergarten bei der Mine. Ihr werdet nämlich im Startgebiet eurer Fraktion ein bisschen rumgeschickt zu einem NPC, den ihr finden sollt, der euch ein bisschen beim Angeln hilft. Denn eigentlich ist es euer Ziel, Fische in den Tümpel reinzukriegen, der bei der Anglerhütte ist. Also, dass ihr in eurer Garnison fischen könnt. Macht ja auch Sinn. Und dafür brauchen wir aber Hilfe von diesem NPC, den wir da gerade getroffen haben. Bei der Horde ist der auch im Frostreier gerade gleich um die Ecke. Und dann geht es erstmal darum, ein paar Items zu sammeln, aus denen dann ein Köder gebastelt wird.
Und danach dürfen wir dann in den Gewässern von Draenor angeln, um bestimmte Items wieder zu erhaschen und damit uns das Buch zu verdienen, dass wir dann, also Geheimnisse zum Angeln in Draenor zu verdienen, dass wir dann halt Fische in unseren Teichen, Tümpeln, was auch immer, in unserer Garnison großziehen können und dort dann auch angeln können. Ja, grundsätzlich kann man noch kurz sagen, wir zeigen natürlich gerade die Allianz-Varianten. Die Horde-Versionen sehen natürlich ein bisschen anders aus, schon alleine, weil die Garnison woanders steht und anders aussieht. Ja. Aber der grundsätzliche Ablauf und die grundsätzlichen Questziele für diese Gebäude sind natürlich die gleichen, weil sowohl Allianz als auch Horde haben auch diese gleichen Grundgebäude für die Garnison. Ja. So, da gehen wir das jetzt einfach mal ab. Da hat er jetzt das Buch und jetzt wird daraus ein täglicher Questgeber. Ihr könnt jetzt nämlich die tägliche Angelquest über den NPC bei euch in der Bude machen. Ja, wenn man da fleißig angelt und die Anglerhütte ausbaut, trifft man da übrigens irgendwann auch auf Ned Pagel. Also Anglerkönig. Wer Pagel-Fan ist, der braucht die Anglerhütte. Ja. Und so sieht das Ganze dann aus. Auf Stufe 1, auf Stufe 2 vielleicht ein bisschen imposanter. Müssen wir mal schauen. Und als letztes gibt es noch die Menagerie. So heißt es auch auf Deutsch. Vielleicht heißt es später mal Haustierstall oder so. Man weiß es nicht genau. Das ist schon ein Begriff. Den gibt es so. Ich Der weiß. Ist nur etwas fancy. Ja, vielleicht. Es ist sehr fancy. Dort spricht ihr mit Liu der Löwin und die gibt euch eine Aufgabe. Ihr sollt nämlich 3 Haustierbosse besiegen, die sich in eurer Garnison tummeln. Einmal im Kräutergarten, einmal bei der Anglerhütte und einmal, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich bei der Mine. Passt ja irgendwie. Und das sind dann tatsächlich solche Bosskämpfe, wie sie auch mit Mists of Pandaria eingeführt wurden. Das heißt, ihr tretet gegen ein stärkeres Haustier an und müsst das dann mit den 3 Haustieren besiegen, das ihr gerade habt. Da haben wir nämlich hier einmal dieses kleine Stein-Rhino-Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es sein soll. Aber wir hauen es gleich einfach mal um. Dann habt ihr noch eine große Möhre. Das ist ein Elementar, der gebe ich schon mal den Hinweis oder hilfreichen Tipp, dass der sich ganz viel heilt. Da wäre es praktisch, ihn schnell umzuhauen. Ja, der war gar nicht so einfach. Du hast so ein bisschen geflucht. Ja. Die Möhre war nicht so ganz ohne. Die Ratte, die seht ihr hier. Und das, ja, weiß ich nicht, Steinnashorn, keine Ahnung. Die ging relativ schnell. Da musste ich nicht lange rumprobieren, aber die Möhre, die war echt gemein. Das ist übrigens auch, glaube ich, das gleiche Modell wie das Pad, was man sich über den Kräutergarten kaufen kann. Ja. Aber ja, jedenfalls macht man da diese 3 Bosskämpfe. Wer sich im Mists of Pandaria oder wer sich mit Haustiersammlungen und Kämpfen beschäftigt, der kennt das Prinzip ja dieser Bosse. Und dann ist die Quest fertig. Ja. Ihr bekommt dann, wenn ihr die Menagerie freigeschaltet habt, eine tägliche Quest, die ihr annehmen könnt. Da heißt es, hier, guck mal, da haben sich Leute gesammelt, haben sich Haustiere gesammelt und gegen die könnt ihr jetzt antreten, um mal zu zeigen, was ihr so drauf habt. Und dafür gibt es dann eine bestimmte Währung, mit der ihr wieder Items bei Liu der Löwin kaufen könnt. Da ist jetzt allerdings nichts Besonderes dabei. Wer jetzt beispielsweise auf die Streunerverkleidung steht, der kriegt sie dann künftig bei Liu der Löwin. Immerhin. Und dann kämpft ihr dort natürlich jeden Tag und könnt dann eure tägliche Quest eincashen.